Ach, so süß. Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal lieber an. Psst, ganz leise. Das ist natürlich sehr leise. Es klappt, Spotty! Oh nein, oh, er ist so süß! Versteck dich weiter hinten. Oh, Spot ist einfach so süß. Bäh. Verschwinden. Das war... Wow, das ist ja eine tolle Tonfene. Tonfene? Spot bekommen wir jetzt leider nicht mit. Hoffentlich passiert ihm da hinten nichts. Ralf, da kommt ein kleines Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Oh. Ralf? Nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo, sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralf. Da ist aber keiner und wir wissen, wo er ist. Hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Ja, wirklich. Wo ist der hin? Tja. Woher wissen wir, dass es Ingo ist? Na gut, aus den Erzählungen von Noah. Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du das weißhaarige Beinwesen, das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Das klingt nicht gut. Wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralf wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralf denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört habe ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralf. Würde ihm ja auch ähnlich sehen. Er ist ja so ein bisschen der Griesgrämige der beiden. Zum Plateau, zum Krater. Erstmal zum Krater. Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki. So, wir wissen ja, dass er hier ist. Ich will nur mal gucken, ob es ihm gut geht. Psst. Okay, das war ja... Der muss irgendwie hier weg. Du sollst dich verziehen, du alte Schleimgranate. Zu heiß für meine Füße. Echte Drachenspucke. Okay. Keiner will dich hier. Zieh Leine. In die Lava mit dir. Er benimmt sich genauso wie alle Erwachsenen, wenn sie beschäftigt sind. Er tut so, als wäre ich nicht da. Welcher Splitter? Und er wird sicher nicht gehen, bevor er ihn gefunden hat. Okay. Splitter. Ja.
Splitter. Ich weiß, da kommen wir nicht durch, aber ich will nur mal gucken, was sie sagt. Da kommt man zum Gipfel rauf, ja? Ralph weiß wie. Was soll das hier sein, Ingo? Keine Ahnung. Das lag immer in Ralphs Blickrichtung. Okay, also für alles, was hier so ist, brauchen wir erstmal Ralph. Die Steinrolle ist zerbrochen. Du hättest mal sehen sollen, wie der Sucher hier gewütet hat. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Aha. Quarz. Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Toll. Juhu. Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Was? Sie macht schon wieder kaputt. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Nein. Schlimm? Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. Der Millimeter? Okay. Ich sag ja, dieses. Die wachsen ein Kind Millimeter ist einfach in 2000 Jahren, stimmt's? Sind die Rennpferde unter den Steinen? Ja. Dieses Chaoskind, das hinterlässt nur Vernichtung und Tod und Zerstörung. Aber wir haben gerade etwas Splitteriges aufgenommen. Vielleicht können wir das ja dem Sucher andrehen. Wir hätten uns jetzt natürlich auch nochmal oben zu Ende umgucken können. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Ja. Oh, er ist so süß. Er ist einfach so super niedlich. So, hallo, Ralph. Woher? Du bist abgestürzt, stimmt's? Das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben? Für immer und ewig? Yep. Oh, er ist einfach so... so griesgrämig. Alles im grauen Bereich. Halte durch. Ralph bleibt hart. Noah tut auch immer so, als bräuchte er keine Hilfe. So sind große Brüder eben. Tja. Bei dem beiß ich auf Granit. Im wahrsten Sinne. Bei dem beiß ich auf Granit. Okay, wir müssen zu ihm rüberkommen und wir wissen genau, wie es geht. Ich hoffe, geht nicht. Meinst du denn, das hältst du aus? Okay, nicht, dass er sich verbrennt. Oh, der Arme, der muss aber auch immer was mitmachen. Hüpf. Wow, achso. Okay. Hä? So, okay. Hallo, da bin ich. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Ach, nun aber komm schon. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal. Tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Eigentlich hätten wir ihn natürlich auch tragen können, weil was will er denn dagegen tun? Uns hauen? Weglaufen? Oh, und über Spottys Arm Kopf rüber. Hey, Ralph. So hab ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralph? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Völlig unverkennbar, der Gute.
Es ist Ralph wie eh und je. Bedanke dich für das Angebot, das ist ja wohl das Mindeste. Danke, vielen Dank. Ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht, Ralphie? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Grumpy Ralph. So, das hier ist eine. Ich wünschte, die Rollen wären aus Schnee. Was ich dann damit machen könnte. Man könnte sie auf Ralph schmeißen. Mit Gummiarm könnte ich die olle Rolle von hier aus kitzeln. Die olle Rolle? Zum Plateau. Nicht jetzt und die hier ist kaputt. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Na, die Spucke möchte ich aber nicht sehen. Mit Spot. Klemm dich mal dazwischen. Der Sucher muss echt sauer gewesen okay. sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Ja, Vielleicht ja, ja. ja doch. Kommt auf die Spucke an. Spots Spucke ist es schon mal nicht. Zum Plateau. Mit ohne Spot komme ich da nicht rüber. Mit ohne Spot. Die können wir doch aber nicht tragen, oder? Ich meine, das sind Steinrollen und wir sind kleines Mädchen. Oh, du bist so cool, Spotty. Ja, so cool. Vorsichtig. Oh, der arme Spot. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Nee, mit ohne Hilfe wird das wohl nichts. Und wieder zurück. Das ist ja auch geil. Und wieder zurück. Kannst du mir denn noch einen Tipp geben? Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht mehr lange geheim. Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Er räuspert sich schon. Jetzt ohne Wenn und Aber singt er das einfach? Ralph? Das ist ja etwas überraschend. Ich muss Spot mal kurz wieder normal machen. So. Do, re, mi, fa, so. Mi, 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 mi. Okay. Sicher, dass das so richtig ist? Do, re, mi, fa, so. Mi, 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 mi. Na gut, dann machen wir dich doch mal wieder platt. Oh, du bist so cool, Spotty. Na, mal gucken, ob das denn jetzt funktioniert. Geheimnis. Ach so, okay. Da. 1, 3, 7. Mi, 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 mi. Das klingt furchtbar. Steine, Steine, Steine. Ist geboren.
Bohren, bohren. Machen Sie am Boden liegen. Liegen, liegen. Haben Sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun Sie jetzt nicht mehr. Großartig. Wirklich? Das hat dir wirklich toll gemacht. Wirklich? Ich sag da jetzt nicht zu. Bekommen wir den denn mit dem Lied auch heil? Leg los! Steine! Steine! Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Gut. War klar. Spot. Können wir vielleicht mal gucken. Und den Busch, den müssen wir irgendwie noch wegbekommen. Den Dornenbusch. Ansonsten bekommen wir Probleme. Und Kratzer. So, das ist echt gemein, aber das könnte unser Buschproblem lösen. Und das vielleicht unser Klebeproblem? Oh Gott, wir misshandeln Spot. Diese arme kleine Raupe. Nein, Spotty, das ist heiß. Wow, du bist Drachenspot. Oh Gott, die Augen. Wie er aussieht. Der arme Spot. Der muss doch gerade glühen.